Wer kennt Harald Elsenbast? Kennt ihr jemand? Nee? Ich habe hier mal drei mögliche Antworten für Sie. Können Sie mitraten? Harald Elsenbast, wer ist das? Ist es A, der Physik-Nobelpreisträger von 1956? Schreit keiner Juhu. Ist es B, der Torwarttrainer von Dynamo Dresden? Auch nicht, okay. Oder ist es C, Harald Elsenbast ist das arme Schwein, was mit der Frau Wollny, Silvia Wollny, verheiratet sein muss? Sehr gut, richtig. Richtig. Wolfgang hat es nicht gewusst. Wolfgang hat es nicht gewusst. So, in Sachen Weltbevölkerung gibt sie ja alles. Aber in der Ehe zu ihm, da scheint es ein bisschen zu kriseln. Achtung, Captain an Bord. Schatz. Schatz. Alles gut. Hast du gesehen? Sie hatte die Hand schon oben. Ich sag euch, ohne Kamera, der hätte sich so eine gefangen. Wenn das Liebe ist, möchte ich niemals von ihr geliebt werden. Aber haben Sie gesehen, wie Harald zusammengezuckt ist? Ich glaube, es war nicht das erste Mal, dass sie ihre Hand erhebt. Und dementsprechend habe ich ein bisschen weiter geguckt und da habe ich noch was gesehen. Mir auch was für die Kinder mitbringen. Aber das soll schon ungefähr 2 Stunden dauern. Ne? Schatz, halt dich doch jetzt mal raus, Mann. Ich sag doch nur. Ja, du sagst nur. Wisst ihr, was mir am besten gefällt? Meine eigene Beziehung wirkt auf einmal so viel besser. Oder? Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Und das war der Moment, wo sich Harald garantiert noch mal in Silvia verliebt hat. Das ist eine klassische Hassliebe. Er liebt sie, sie hasst ihn. Naja. So, das Schlimme ist, Harald scheint das Ganze total egal zu sein. Und egal, was er macht, sie rastet ja sowieso aus. Kannst du mir mal sagen, was du hier hinten wieder bei den Männern machst? Ja, ich bin nur eingesprungen, wegen der eine Scheibe runterheben da. Du wolltest nur die Scheibe runterheben. Und was ist jetzt da passiert? Ja, die ist geknackst hier. Du knackst gleich auch, Junge, aber voll im Schritt, ich schwöre dir. Falls Sie es nicht gehört haben sollten, was hat sie gesagt? Du knackst auch gleich, ja, aber in den Schritt. Was ist denn das? Das hätte ihr mal vor 7 Kindern einfallen sollen. Wobei, er ist gar nicht der Vater, ne? Wie viele Kinder haben die mittlerweile? 1000! Ist gut. Das ist ja schon fast das komplette Saarland. Ja? So, aber bei den Wollnys läuft's, ja? Da läuft's anscheinend sogar so gut, die suchen nach einer Ferienbude in Spanien. Ja, da denken wir erstmal, oho, aha, so. Und die haben auch eine Maklerin gefunden und die scheint seit Jahren ja fast eine Freundin zu sein. Sie ist ein Riesenfan und man kennt sich. Wir gucken uns das auch heute nochmal an mit den Mollnys hier. Wer sind jetzt die Mollnys? Ich dachte, ich gucke was über die Wollnys, aber nein. Gut, ich muss den Schutz nehmen, die Maklerin, die hat was verwechselt. Die Familie auf RTL 2 heißt natürlich Wollny. Die Wollnys sind die hier. Silvana, Sarafina, Peter, Flo, Estefania, Sarah Jane, Mucki, Emori, Casey, Pippi, Anastasia. Kommt ihr zum Essen? Ich glaube, bis heute, die denken sich jedes Mal neue Namen aus. Und jedes Mal sind die Kinder einfach so genervt. Komm, wir gehen jetzt runter, ey, die Olle nervt. Die Olle nervt. So, das waren die Wollnys. Die Mollnys hingegen, ja, die laufen schon seit Jahren auf Six. Und das sind die. Michaela, Andreas, kommt ihr zum Essen? Richtig gutes Format, meine Damen und Herren. Richtig gut.